Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Hertha BSC. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Ja, im Grunde die klassische Verteilung heutzutage. Aus dem Fünfer-Mittelfeld wird da natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen. Und so bist du einfach schwerer auszurechnen. Hier ist die heutige Aufstellung von Hertha BSC. Sehr flexible Formation heute bei Ihnen, ne? Ja, ein 5-3-2. Also erstmal ein Riegel hinten und dann umschalten. Und da sind die Außenverteidiger gefragt. Die Partie läuft, die Schalker hier mit dem Anstoß. Cedric Brunner. Fährmann. Yoshida. Jetzt der Ballverlust hier. Marco Richter. Duilio Luque Bacchio. Ist gefährlich. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch. Das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Pass kommt nicht an. Dodi Luque Bacchio. Das macht er gut. Er steht gut, er ahnt den Ball, macht sich lang. War wieder so eine Parade, die einfach zeigt, wie gut er ist. Sie nehmen die kurze Variante. Leider etwas unplatziert dieser Schuss und der Torwart hält ihn problemlos. Alex Krall. Kevin Prinz Boateng. Gute Hereingabe, vielleicht die Chance. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Der Ball rollt und wieder. Schalke nun also nach diesem Treffer im Rückstand.
Alex Krall. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Und sie verlieren den Ball dann doch. Sousa. Er versucht's. Wunderbar abgetaucht. Klasse gemacht. Ecke kommt in den 16er. Nein, keine gute Befreiung hier. Luis Luque Bacchio. Gute Chance. Erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance. Gute Balleroberung hier. Luis Luque Bacchio. Ganz wichtig, da muss er hin. Alvarez Balanta. Da kommt der Pass. Aus großer Distanz. Ich glaube, das wird nichts. Torhüter ist da, aber war auch ein dankbarer Ball. Terodde. Er kann es machen. Der ist drin. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig, ich weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Kevin Prince Boateng. Hertha macht Druck. Luis Luque Bacchio. Luis Luque Bacchio. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Alex Krall. Cedric Brunner. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Die Hertha mit dem Anstoß. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Spielt rüber zur anderen Seite. Die Fans wollen den Schuss. Den lupft er! Klasse Treffer! Er sieht die Lücke, dann kommt der Lupfer. Hier sehen wir es nochmal schön in der Wiederholung. Das ist ein sehenswertes Tor. Tor 2-1, hier ist noch alles drin. Balleroberung.
Chris, sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Plattenhardt. Einwurf Hertha. Dodi Luke Bacchio. Sie können den Pass unterbinden. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Da ist er jetzt durch. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Jetzt kommt der Wechsel. Da kommt die Ecke. Oh, misslungene Befreiung hier. Flanke abgeblockt. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Marco Richter. Giacchi. Beim Ballbesitz hat Schalke 04 in dieser Partie, wir sehen es bislang, die Nase vorn. Und auch die Chancen holen sie immer wieder raus, sind enorm aktiv. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Im Augenblick haben sie den Ball nicht. Jetzt heißt es also erstmal hinten dicht machen. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Sie haben den Ball. Schöne Aktion. Florian Niederlechner. Schön abgeblockt. Gleich wird hier ausgewechselt. Ecke kommt rein. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Ballbesitz wechselt, jetzt die Hertha. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Jetzt eine Chance. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Es gibt Ecke. Jetzt wird hier gewechselt. Der kurze Eckball. Wieder Ecke. Mal sehen, was sie daraus machen. Ecke kommt. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Giacchi. Lucas Toussaint. Dodi Luke Bacchio. Florian Niederlechner. Das wird jetzt Abschluss geben. Sie nehmen den Wechsel vor.
Ja, das war so wichtig. Dieser Ball hätte richtig gefährlich werden können. Florian Niederlechner. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Jetzt ist er durch. Chance lebt noch. Die Szene erstmal zu Ende. Das ist der Schlusspfiff und damit steht es nun fest. Die Gastgeber dürfen sich heute über diesen Sieg in der Liga freuen. Am Ende wird es also ein knapper Sieg. Sie haben eine gute Leistung gezeigt, spielerisch wirklich überzeugend und auch die Nerven stimmen.